Ich würde denen erstmal auf den Weg geben, dass sie das genießen sollen, die Zeit. Das ist ja erstmal, glaube ich, eine einmalige Gelegenheit, die sie bekommen. Und andernfalls war es mir damals noch nicht so bekannt gewesen, dass es diese Fußballstipendien und Sportstipendien gibt. Und natürlich durch Jans Erfahrung, die er dann selber gemacht hat, wurde es mir natürlich auch bekannt. Und ich fand es eine super Sache und das wäre auch eine Riesenoption für mich gewesen. Soccership ist ein Vermittlungsservice für Fußballstipendien in den USA. Das heißt, wir helfen jungen Fußballerinnen und Fußballern, ein Fußballstipendium an einer Hochschule, an einer Universität oder einem College in den USA zu bekommen. Und dort können sie dann Fußball und Studium optimal miteinander kombinieren. Und das Ganze wird dann eben über das Stipendium finanziert. Heute ist ein Stipendium-Training. Also hier sind junge Kerle aus ganz Deutschland, die versuchen ein Stipendium zu kriegen in den USA, um da vielleicht im College-Fußball aktiv zu sein und dann nebenbei zu studieren. Und ich als Trainer finde das eine gute Aktion, weil wir haben natürlich unheimlich viele Talente in Deutschland, die aber nicht alle Bundesligaspieler werden. Und wenn du natürlich Schule und Fußball noch verbinden kannst, ist das natürlich eine clevere Zukunft. Ja, also normalerweise sollten die Jungs sich 1 bis 2 Jahre vor geplanten Studienbeginn bewerben. Dann gilt es erstmal die Grundlagen zu schaffen. Das heißt, es muss ein Englischtest absolviert werden, es muss ein Studierfähigkeitstest absolviert werden, Zeugnis muss übersetzt werden. Und wenn all diese Grundlagen geschaffen sind, dann gilt es sich wirklich den Trainern vorzustellen. Dann bewerben wir die Jungs über ein Spielerprofil, wo dann alle relevanten akademischen und sportlichen Daten hinterlegt sind, auch ein Highlight-Video. Und einmal im Jahr haben die Jungs die Chance, dann bei unserem Showcase sich live Trainern zu präsentieren, die extra aus den USA nach Deutschland reisen, um unsere Jungs zu sichten dann. Komm mal zusammen, Männer. Komm mal. So, Kreis machen. So, anfassen. Komm, komm. So. Pass auf, so machen wir das immer mit der Mannschaft. Heute machen wir 1,5 Stunden Training. Wir machen eigentlich so ein Potpourri. Das heißt, wir machen so eine Passform am Anfang. Dann machen wir 2 Kämpfe, Torschuss, also ein bisschen die Basics, was ich mal so sage als Special, und dann machen wir ein Spiel. Wir sind noch Trainer-Alterschlag, also wir sagen an, ihr macht einfach und dann geben wir hier Gas, 1,5 Stunden voll Tempo, gutes Programm heute und dann präsentiert euch einfach so gut wie es geht, ne? Weil ihr habt einen Traum, ihr wollt da wahrscheinlich in die USA und ist ja auch eine geile Sache. Ja? 1,5 Stunden Tempo. Gut, okay. Ich kam hier drauf über einen Kollegen und der hat das mir erklärt, weil er es selber machen möchte und mein Plan ist zu studieren und weiter Fußball zu spielen, auch im Leistungsbereich, und Amerika ist eine super Option. Fußball war immer sein Leben, ja? Und er hat sehr früh angefangen mit dem Fußballspielen, ich glaube mit 4 Jahren in seinem ersten Verein, hat auch lange Zeit erstmal nur im Feld gespielt und hat sich dann dafür entschieden, ins Tor zu gehen. Generell ist es wirklich jeder, der es hier nicht auf dem direkten Weg in den Profibereich schafft und sich ein Auslandsstudium in den USA vorstellen kann. Dort drüben können die Jungs dann wirklich auf einem guten Niveau Fußball und Studium miteinander kombinieren und können vielleicht dann nochmal den Fokus auf den Fußball legen, wenn das deren Ziel ist dann. Ne? Andernfalls können die Jungs auch dann eventuell in eine US-Profiliga wie die MLS gedraftet werden. Das ist in den letzten Jahren auch schon vielen deutschen Fußballern geglückt. Ich kann auf jeden Fall nicht voll und ganz vom Fußball leben, das weiß ich jetzt schon. Und wenn ich jetzt noch nebenher ein Studium machen kann, eine Ausbildung, dann habe ich halt noch was danach und dann kann ich beruhigt also in die Zukunft schauen. Also Fußball bedeutet für Markus sein Leben. Schon seit er klein ist, spielt er durchgehend Fußball. Und Markus ohne Fußball, das geht eigentlich gar nicht. Also es gibt ihn nur mit Fußball. Jetzt habe ich immer noch den Ehrgeiz, noch Profi zu werden. Ja, also Markus bewirbt sich gerade für ein Stipendium in den USA. Durchläuft jetzt quasi die Phase, hat die Tests absolviert, Englischtest, einen Sprachtest gemacht und den Studierfähigkeitstest gemacht. Ist jetzt im Begriff halt, sich mit Colleges auszutauschen und zu schauen, welches College für ihn letztendlich passt. Er hat ja in der Jugend beim SC Freiburg gespielt, hat als A-Jugendlicher schon in der Oberliga als Stammspieler gespielt. Das sind sportlich überragende Voraussetzungen für die USA. Und ich denke, gerade ein Spieler wie Markus kann in den USA auch nochmal einen großen Schritt nach vorne machen. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich selber gut einschätzen kann, dass man ehrlich zu sich ist, dass man auch ein ehrliches Umfeld hat und nicht jeder sagt, ja, du bist super.
obwohl es vielleicht gar nicht so ist, sondern die Leute, die mit einem darüber sprechen, dass die einem auch ehrlich die Meinung sagen können. Und dann ist es so, dass man natürlich das machen sollte, was man auch wirklich möchte und sich nicht treiben lässt. Für mich persönlich wäre sowas auch in Frage gekommen. Allerdings hatte ich natürlich die Möglichkeit dann auch für die Profis dann damals zu unterschreiben und sowas brauchte mir natürlich damals nicht zweimal sagen. Ich denke, dass jeder, der in den USA studiert, ein Auslandsstudium bestreitet, schon nochmal einen Riesenschritt nach vorne macht, auch in der persönlichen Entwicklung. Die Eltern sind weit weg und das hilft den Jungs auf jeden Fall, dann da wirklich selbstständig und erwachsen zu werden und auch in der Persönlichkeit zu wachsen, definitiv. Also ich bin ja viel im Ausland unterwegs und Deutschland, wir sind schon einer der Besten der Welt. Da können wir uns auch ganz kurz so machen, aber du darfst nicht zu lange dir auf den Schultern klopfen, weil es gibt auch so ein paar Sachen, die ich natürlich auch kritisiere. Ich denke, dass wir vom System her das nicht so gut haben, wie das in Amerika stattfindet. Wenn man sieht, wie die Colleges aufgestellt sind, dass auch festangestellte Trainer dort sind, die medizinische Betreuung ist super dort. Eigentlich kann man es ein bisschen vergleichen wie mit dem Profifußball hier in Deutschland. Deshalb ist es, glaube ich, für junge Fußballer, die nicht 100% wissen, ob sie den Sprung nach oben hin schaffen, gut, so einen kleinen Kompromiss für sich zu treffen und auch ein Riesenabenteuer für sich persönlich zu erleben. Ich glaube einfach, wenn du in den USA bist und dann so ein striktes Programm hast, also wirklich so einen Unterrichtsplan hast, mit Fußball, mit Athletiktraining, mit Studium, englische Sprache wird natürlich immer besser. Das ist so ein Gesamtpaket. Für die Beziehung weiß ich nicht, ob das so eine gute Entwicklung ist. Danach, also wenn wir danach noch überstehen, dann wird es richtig gut. Das muss man abwarten, wie es wird. Ja klar, wird es eine schwere Zeit für uns, weil es eben eine Herausforderung ist für uns beide, so lange getrennt zu sein. Also sie hat natürlich schon gesagt, es wird wahrscheinlich blöd für unsere Beziehung, aber ich will jetzt einen Schritt machen und ja, ich glaube, das wird ziemlich gut für mich. Jetzt im Moment denke ich auch, das werde ich schon hinkriegen, wird kein Problem sein. Wenn es dann wirklich soweit ist, dann kommen vielleicht ein paar Emotionen bei mir auch hoch, aber trotzdem, man sieht sich wieder, das ist jetzt... Das wird schon hinhauen und das große Ziel ist immer im Blick. Ja, das ist natürlich schon, sage ich mal, als Mutter sehr emotional, wo ich sage, ich meine, ich habe ihn jeden Tag, er wohnt noch zu Hause und ist dann über längere Zeit einfach nicht greifbar, sage ich mal. Oder er fehlt natürlich dann auch zu Hause, ja, sich damit erstmal so auseinanderzusetzen, das ist natürlich auch schwierig. Boah, wenn es klappt, das wäre natürlich super und sonst, ja, in Amerika, wenn ich da in der Mannschaft spiele, Stammspieler zu werden und ja, Leistungsträger. Also wenn ich in die USA gehe, dann möchte ich, also das Schönste wäre natürlich gedraftet zu werden in der USA, dann dort nochmal versuchen Profi zu werden und wenn nicht, dann einfach Studium absolvieren. Also ich sage immer zu ganz vielen Spielern, mach einfach dein Ding. Also sei authentisch, ne? Sei höflich, sei respektvoll. Aber letztendlich holen die ja auch einen deutschen Spieler, um auch die Mentalität da auch reinzukriegen. Ja, grundsätzlich offen sein und den Spaß natürlich nicht verlieren an dem Sport. Denn alle, die jetzt hier waren, die lieben den Fußball und sind, denke ich, auch sehr ehrgeizig und versuchen dann, sich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch versuchen, ihr Spiel weiterzuentwickeln.